herzlich willkommen bei der Nürnberger Baugruppe. Mein Name ist Daniel Jockeck und ich habe das große Glück, unser neues Betriebsgelände, unseren neuen Bauhof leiten zu dürfen, stellvertretend für alle Kollegen, die hier arbeiten. Wir haben hier zu Spitzenzeiten 30 bis 45 Mitarbeiter in einem ganz tollen neuen Gebäude, bestehend aus der Halle und dem Bürogebäude. Hier wurde bei der Planung und Ausführung sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Wir haben zum Beispiel Solarpanelen auf dem Dach, wo wir den ganzen Strom, den wir hier so verbrauchen, aus der Sonnenenergie speisen können. Wir haben hier tolle Möglichkeiten für die Mitarbeiter der Firmen Brochet, Mennecke, Nürnberger Baugruppe, Tauber Hochbau, Bayernhaus und auch der Firma Baukaiser, die hier alle, die am Standort arbeiten, sich hier umziehen können, umkleiden können, sich duschen können, den Aufenthaltsraum haben für ihre Pausen, wo sie im Innen- und im Außenbereich da ihre Pausen gestalten können. Und vielleicht beginnen wir einfach mal am Anfang mit einem kleinen Rundgang. Beim Konzept für den neuen Bauhof haben wir in den Vordergrund gestellt, dass sich alles um die Baustelle drehen muss. Sprich, alle logistischen Abläufe, Bestellungen, Warenannahme, Warenflüsse, die wollten wir optimieren, wollten wir für alle unsere Firmen aus den verschiedenen Bereichen Hoch- und Tiefbau zusammenbringen. Das heißt zum Beispiel, wenn die Baustelle hier was bestellt, dann geht die Anfrage bei uns im Büro ein, bei den Büromitarbeitern. Die machen dann eine Disposition, ja, und die Aufgabe geht dann ins Lager, das Ganze zu packen. Die ganzen Abläufe, die da stattfinden, die sind festgelegt, die sind digital. Die haben wir versucht zu digitalisieren hier mit einem tollen Konzept. Wir haben hier versucht, über die Schranke und über ein Logistikkonzept mit dem Einbahnstraßenverkehr das so zu regeln, dass wir das alles aus einer Hand machen können, ja, also für alle unsere Firmen. So, hier sind wir jetzt in der Warenannahme. Den Raum haben wir eigentlich so konzipiert, dass wir eben möglichst schnell dieses ich komme rein, ich hole was ab, was ich vorher schon bestellt habe, im optimalen Fall abwickeln können. Das funktioniert so, dass die Ware schon vorbestellt ist. Der Lagerist hat sich schon kommissioniert auf den Abholplätzen hier in dem Raum, die nummeriert sind und zur Abholung bereit gebucht über unser digitales System. Und oben wird angezeigt auf dem Bildschirm eben, wo die Ware liegt, sodass er sie gleich auch theoretisch ohne Kommunikation holen kann. Wir haben in der Nürnberger Baugruppe ca. 5000 Baugeräte und Maschinen, das heißt vom kleinen Winkelschleifer bis zum großen Saugbagger, muss man sich das vorstellen. Wenn die Geräte von der Baustelle zurückkommen, müssen die natürlich erstmal überprüft werden. Deswegen stehen wir jetzt hier schon vor unserem Herzstück des Bauhofes, unserer Werkstatt. Hier kommen alle Geräte an, die gehen immer erst in den roten Bereich rein, sprich sie müssen überprüft werden, bevor wir sie wieder rausgeben. Dann waschen wir sie normalerweise zuerst in unserer Waschhalle und danach überprüfen wir die Geräte, wir warten sie, wir setzen sie in Stand und dann gehen die aus der Werkstatt wieder raus in den grünen Bereich, den man hier drüben sieht. Das heißt, die Geräte und Maschinen sind wieder einsatzbereit, können entweder eingelagert werden oder auch gleich über eine Bestellung wieder sofort raus auf die Baustelle, wo sie dann wieder eingesetzt werden können. Bei dem Konzept in der Werkstatt selber war uns wichtig, dass wir so viel wie möglich an Wartungsservice und Reparaturen selbst durchführen können. Stichwort TÜV, also DEKRA-Stützpunkt. Das heißt, wir haben hier alle möglichen Sachen wie, wir haben eine Grube, wir haben einen Bremsenprüfstand, wir haben Abgasabsauganlagen, wir haben eine Waschhalle. Also wir können hier fast alle Wartungen und Services selber durchführen und machen, die nötig sind, damit die Geräte wieder so weit in Stand gesetzt sind, dass sie weiterarbeiten können. Was uns auch noch wichtig war, ist, dass die Mitarbeiter hier in der großen, hellen Halle so arbeiten können, dass es ergonomisch gut für die Mitarbeiter ist und dass eben hier auch keine Abgase, Schadstoffe entstehen, die uns jetzt da groß beeinträchtigen würden. Das Thema Digitalisierung beschäftigt uns in der Baugruppe natürlich auch sehr. Und von der Bestellung der Baustelle zum Eingang in der Materialdisposition bis zur Verwaltung der Geräte und Maschinen haben wir natürlich auch uns überlegt, wie wir das am besten abbilden können, wie wir da die Prozesse optimieren können, wie wir von dem Papier wegkommen. Und da haben wir eben zum Beispiel diese Scannerlösung hier, wo wir über Tags, die wir an Geräten anbringen, verschiedener Art, eben auch eine Scan-Funktion haben, wo wir dann ein Gerät abscannen können und bestimmte Informationen zu dem Gerät dann in dem Programm abgebildet werden können. Da ist ein Bild mit dabei, da ist eine Beschreibung mit dabei, was ist das für ein Gerät. Da sind Prüftermine hinterlegt, da sind Prüfzertifikate hinterlegt. Falls auf der Baustelle mal jemand das Zertifikat sehen möchte, dann kann der einfach das Gerät abscannen mit seinem Smartphone über die App und kann dann eben auch das Dokument gleich digital bei sich haben, muss nicht nochmal einen Papierordner separat irgendwie führen. Hier sind wir jetzt in der Halle unserer Firma Brochet und wir haben auch hier wieder beim Logistikkonzept darauf geachtet, dass wir hier die ganze Halle nutzen und mit tollen technischen Einrichtungen und Neuerungen hier auch die Prozesse und Abläufe verbessern können. Mein Name ist Andreas Gulitsch, ich bin seit 18 Jahren tätig in dem Unternehmen Brochet. Hier im Zentrum fertigen wir unsere Gasdruckregelanlagen. In der neuen Werkstatt haben wir eine Fertigungsstraße integriert. Sobald die Rohre von der Bandsäge abgelenkt sind, kommen sie in die Schleifkabine, werden dort entgradet und verschweißen vorbereitet. Sobald dieser Schritt erfolgt ist, kommen Sie in die Schweißkabine und das Formstück kann erstellt werden.
Wir haben zwei Säulenschwenkkrane und einen 20-Tonnen Hallenkran. Mit diesen können wir unabhängig von den Arbeiten die Gasdruckregelanlagen auf jeden LKW aufladen, der natürlich in unsere LKW-Durchfahrt einfahren kann. Wir haben unten ein Kleinteilelager und oben drüber das Meisterbüro, wo quasi die Computerarbeitsplätze dann sind. Allgemein ist es uns in der Baugruppe sehr wichtig, dass die ganzen verschiedenen Firmen, die wir haben, auch irgendwo mit ihrer Leistung für die Gesamtprojekte, zum Beispiel von der Firma Bayernhaus, ergänzend arbeiten, sich da gut vernetzen können mit ihren Leistungen. Das heißt, wir haben auch ja die Firma Baukaiser Metallbau hier in einem Hallenteil im Bauhof mit integriert. Und wenn zum Beispiel die Firma Bayernhaus ein Objekt plant, Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, dann sind da Metallarbeiten zu vergeben und die schauen wir natürlich, dass es unsere eigene Firma dann ausführt. Dieses ganze Synergieeffekte innerhalb der Baugruppe haben wir hier versucht, mit dem Konzept vom Bauhof auch zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und ich würde schon fast sagen, dass es seinesgleichen sucht. Jetzt sind wir in dem Bürotrakt unseres neuen Bauhofs. Hier ist die maschinentechnische Abteilung beherbergt, also quasi die Verwaltung. Alle Angestellten, die hier auf dem Bauhof arbeiten, haben hier ihre Büros. Wir haben hier drei große Bereiche. Einmal den Bereich Fuhrparkverwaltung, einmal den Bereich Gerätemanagement und einmal den Bereich Baustellenlogistik. Der ganze Bauhof wurde eigentlich im Geiste unseres Firmengründers, des Karl Hannewalds, auch mitkonzipiert. Der hat ja quasi damals die Firma Tauberbau, was der Ursprung von der Nürnberger Baugruppe ist, gegründet und ist ja auch ein wichtiger Teil und gehört irgendwie mit zu der Geschichte mit dazu. Und auch jetzt ist die Familie Hannewald ja noch die Inhaberfamilie der Nürnberger Baugruppe und die haben hier auch einen ganz großen Anteil daran, dass wir das finanziell überhaupt verwirklichen konnten und haben sich auch bei der Gestaltung des ganzen Bauhofes und des Konzeptes sehr, sehr intensiv mit eingebracht. Zum Abschluss stehen wir jetzt hier vor der größten Baumaschine, die wir so haben in der Baugruppe. Einer von unseren drei Saugbaggern von der Firma Brochier. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder euch informieren wollt zur Baugruppe, dann einfach unter baugruppe.de. Da sind all unsere Firmen abgebildet und alle Infos, die ihr so braucht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute. Auf Wiedersehen.